Nach dem nervenaufreibenden Tag auf hoher See unter Anspannung könnt ihr euch langsam wieder beruhigen. Die wenigen Stunden fühlten sich viel länger an, als sie eigentlich waren. Das Schwanken des Schiffes eher ein Schütteln eines Riesen, auf dessen Rücken ihr euch festhalten müsstet. Die Arche wurde nun wenige Meter landeinwärts manövriert, sodass sie mit letzten Kräften den gefrorenen Sumpf erreicht. Hier ist nun alles neblig, sumpfig und dicker Schnee liegt über dem Morast. Die perfekte Tarnung für ein paar Tage an Land. Ihr habt nur einen Rucksack von Fiona und wenig persönliches Gut, denn der Rest liegt immer noch in Valusa sicher verstaut. Oder aber ganz woanders, wenn sich mittlerweile Wascher und Rodrigo mit der verbliebenen Mannschaft selbst aufgemacht haben. Vierter Zar, Sonnenaufgang und damit beginnen wir. Ragnar gerade unten in der Klaschembe. Die Männer haben sich so ein bisschen versammelt. Du hast wohl mitbekommen, dass sich die Arche jetzt beruhigt hat. Und man jetzt einen Trupp zusammenstellen möchte, mit dem man dann aufs Festland übersetzt. Die anderen sollen wohl hier bleiben. Sind wohl ja ziemlich begeistert darüber, dass jetzt die ganzen Offiziere verschwinden und sie alleine sind. Begeistert. Die Offiziere so schrecklich. Ja, Hört mal. natürlich. Weißt du Hört mal. nicht, wie die Offiziere sind? Nein. Ich bin noch nicht so lange hier auf. Naja, doch, auf dem Schiff bin ich schon etwas länger, aber ich diene noch nicht so lange dem großen Kapitän Jarlan von Schnattermoor. Naja, generell, alle Offiziere sind schlimm. Wirklich? Wieso? Weil die über dir stehen? Ja, klar, weil sie über ihm stehen und wenn du so einfacher Mannschafter bist und Ja, halt, die haben immer nur zu meckern, ne? sie schicken dich halt in den Tod nach vorne und kommandieren von hinten und wenn du halt umdrehst, dann erschießen sie dich oder so. Alles Feiglinge. Alles Feigling. Aber nicht mit Jarlan von Schnattermoor. Weißt du, was ich über Jarlan von Schnattermoor schon mal gehört habe? Man hat einen Drachen erledigt. Naja, gut, ich habe ihm auch geholfen, also war es keine Heldentat von ihm, aber eher von mir. Das erzählst du jetzt schon seit ein paar Stunden immer und immer wieder. Du wiederholst dich, Junge. Ich weiß. Aber wusstet ihr schon, dass Jarlan von Schnattermoor dabei war? Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, solange wir ihn als hat sich irgendwas von der Position von Jarlan geändert? Wurde er jetzt irgendwie offiziell als Kapitän aberkannt oder? No, Also ist nur no, Utifre. no, no, Senior. Okay, alles klar. Ach so, okay, ja. Jedenfalls, solange wir Jarlan folgen, können wir uns sicher sein, dass er an erster Front mit uns steht und garantiert sterben würde, um versuchen, einen von uns zu retten. Ah, Ragnar, er lässt dich doch genauso hier zurück. Nee, er lässt mich hier zurück. Ich glaube schon, oder? Oder stehst du auf dem Oberdeck? Weiß ich gar nicht. Moment. Senior. Das muss ich mal ganz kurz klären. Ja, und Ragnar würde ihm dazu nicken, ihm nochmal das Essen ausschütten. Und dann einfach davon gehen. Ja, als du dann durch den Gang nach oben gehst in Richtung der Treppe, um Jarlan zu suchen oder die anderen Offiziere, so F3os, kannst du noch hören, wie gesagt, du bist gerade aus dem noch im Gang drin und kannst deine Öhrchen spitzen, wie dann der gute Uk dann wieder mit seinen Torwaler auf ja, Vorurteilen anfängt. Ah, Senores, woran erkennt man dass man einen Torwaler zu Besuch hatte? Keine Ahnung. Die Mülltonne ist leer und der Hund ist schwanger. Ich mag uns dann. Ja, die ganze Mannschaft brüllt und du fängst erstmal laut an zu lachen und überlegst dir, naja, Moment, du bist ja eigentlich auch Torwaler. Ja, aber ich sehe mich selbst als Garäter. Ja, Also von daher ist es kein Problem. zumindest war das ein ganz schöner Front gegen, ja, also, Jonas vor allem, ja. ja, genau, gegen Fiona und du weißt, dass wohl auch Rodrigo irgendwo mal Kontakt mit diesem Ugdan hatte. Ja, zumindest hatten sie dir erst noch kurz erzählt, dass Ugdan wohl schon ein bisschen länger dabei ist und Rodrigo den auch nicht mag. Okay. Ja, aber Ragnar kann sich den Schmunzel auf jeden Fall nicht verkneifen und lacht auch ein bisschen leise in sich rein. Und ja, würde dann nach oben ans Oberdeck gehen. Und da sehe ich dann wahrscheinlich die Leute, die aufbrechen wollen. Richtig. Ja, dann gehe ich mal zu den Leuten hin. Habt ihr nicht jemanden vergessen, der mitkommen sollte? An wen denkst du, Ragnar? An mich. Ja, noch sind wir nicht los, aber gut, dass du da bist. Dann können wir jetzt langsam aufbrechen. Noch einige wichtige Sachen zu. Könnte ich vielleicht noch jemanden mitbringen? Er müsste etwas für mich mittragen. Du denkst aber nicht an diese kleine Kreatur. Wie war ihr Name?
Verzeihung, Ephadaios, warum soll der Smutje denn jetzt mitkommen? Er kennt sich hier gut aus mit der Mannschaft und er war hier im Gefängnis der Arche. Ich glaube, vielleicht bis auf Jasper war keiner so lang hier an Bord wie er. Und einen zweiten Augenzeugenbericht können wir brauchen. Außerdem kenne ich mich auf der gesamten Welt aus. Wer hat das eigentlich gerade gesagt? Das war Jagold Riedkötter, der Ritter. Achso, okay, der widerspricht doch nicht. Ja, dann. Schaue ich die Leute an und meine, ich würde gerne mitkommen. Ich habe noch einige Sachen im Festum zu erledigen. Ich kenne ein paar Leute, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich bräuchte halt jemanden aus der Mannschaft, der mitkommt. Ich habe dann Uktan gedacht. Gut, ja. Alles klar. Ja, dann gehe ich erstmal wieder nach unten. Ja, Treppe nach unten, kannst du wieder hören, wie sie da wohl gerade diskutieren. So große Brüste und sie waren viel zu klein, ein viel zu kleines Mieder. Viel zu groß geschnürt, sag ich mal. Und ich hatte so einen Ständer in der Hose, so groß wie der Leuchtturm von Syla. Und sie sagte zu mir, als sie den Kopf in die Brüste drückte, wenn du Angst hast, Uktan, dann mach die Augen zu und denk an diese Dinger. Wow, geil. Du kennst ja richtig gute Geschichten. Ah, Signore. Deswegen bin ich auch euer Mannschaftssprecher. Hast du gerade Schiss oder warum erzählst du die Geschichte, Uktan? Signore, ihr seid wieder hier. Wir erzählen nur ein paar Räubergeschichten. Ach so, ich verstehe. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was Männer ebenso machen. Kennst du auch eine gute Geschichte? Eine gute Geschichte? Si, Signore. Also tatsächlich nichts, was deinen anstößigen Geschichten irgendwie Konkurrenz machen könnte. Ah, Ragnar, du bist doch auch bewachsen in Galet, nicht wahr? Da erlebt man doch sicherlich eine ganze Menge mit den Dirnen. Mit den Dirnen? Wo kommst du her, aus Meilersgrund? Na klar. Wo ist eigentlich hier dieser Gerz? Lebt er noch? Wer? Gerz. Dieser Name sagt mir nichts. Von der Seeadler. Welche Seeadler? Ach so, ich dachte, dann haben wir von der Seeadler. No. Signore, ihr seid auf den Kopf gefallen. Ich bin seit einem Tag wieder dabei. Was erwartest du? Hey, ihr seid doch ganz durch den Wind. Ja, das kann sein. Woher kennen wir dich dann nochmal? Ich weiß nicht, wo die anderen euch herkennen, aber ich kenne euch aus der Zelle. Man sagte mir, ihr habt euch hier rausgeholt. Ich kenne die anderen von der Seeadler. Ich wurde angeworben von Ephadaios. Er hatte eine ganz schöne Banausentruppe dort in Kuntium und ich war einer der Besten und deswegen bin ich jetzt immer noch der Beste. Wunderbar, und den Besten brauche ich. Könntest du bitte mitkommen? Ah, Signore, selbstverständlich komme ich mit. Wunderbar. Also Männer, ihr werdet hier ohne mich nichts Dummes anstellen, ja? Ich stelle euch ein großes Fass hier hin und dann lasst das Schiff heile. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht kaputt machen. Es regeneriert sich immer wieder von allein. Und damit schlägt er seine Axt in den Tisch und beziehungsweise die Axt, die da irgendwie gerade rum lag vom Schweinchenhacken, die du irgendwie benutzt hattest, hat er sich dann so ein Fleischerbeil geholt, greift sich seine Peitsche und kommt dann mit. Du bist scheinbar nicht nur der Stärkste, sondern du bist auch der Klügste. Nickt man ihm anerkennt zu mit der und schaut die Axt, die er da in den Tisch gehauen hat, an und nickt ihm zu. Jetzt komm mal mit. Und dann würde ich in das Offizierscasino gehen und meinen, also, wir müssen nämlich da nach Festum etwas tragen. Das ist etwas schwieriger. Ach, Signore, eine stattliche Rüstung. Richtig. Diese Rüstung hat Belhari und Manning gehört. Ah, ich sehe die Zeichen darauf. Und ich dachte, nur der größte, stärkste und wagemutigste würde es wagen, diese Rüstung zu tragen. Dabei habe ich natürlich an den großen Uktan gedacht. Ich soll diese Rüstung tragen? Ihr seid doch... Das ziehe ich nicht an. Nein, nicht anziehen. Einfach nur tragen. Halt mit den Händen. Warum braucht ihr dafür mich? Naja, ich habe an dich gedacht. Du meintest doch, du wärst so enttäuscht, dass du hier bleiben musst. No, Signore, ich freue mich, dass die Offiziere alle weg sind und ich hier das Kommando an Bord habe. Ach so, ja, dann habe ich dich missverstanden.
Hättest du vielleicht zuhören mit deinen Torwaleröhrchen. Ja, tut mir leid. Muss ich mal wieder putzen. Und man würde dann mal mit dem Finger da im Ohr rumwitscheln und dann da so ein bisschen Dreck rausholen. Man hat sich ja immer noch nicht gewaschen. Ja, ihr habt ziemlich fettige Haare. Ja, und ist richtig. Im Unwasserbaden hilft wohl auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, dann, nehmt euch doch eine der Knappen. Die sind doch dafür da, zum Rüstung tragen. Ja, aber ich bin kein Ritter. Und die sind immer noch adelig. Geht zu dem Ritter hin und fragt ihn, ob ihr Myria hat schon ein kleines Knackpüppchen. Weiß nicht. Hättest du vielleicht nicht einfach einen anderen, der hier auf das Schiff aufpasst, der gerne in die Stadt will und mal wieder ins Bordell will? Bordell, sag das doch gleich. Ach so, jetzt bist du dabei. Signore, habt ihr unten die Sabine Vereidenschmidt gesehen? Die ist so widerlich. Leider ja. Die ist noch schlimmer als die Torwaller. Ragnar lächelt ihm zu und nickt. Also gut. Also bist du dabei, die Rüstung zu tragen, ja? Wenn das die Bedingung ist, dass ich mitkommen kann und... ich gebe dir auch eine Nacht aus. Ich wollte gerade sagen, ihr schuldet mir dann auf alle Fälle eine Nacht, die ich beliebig definieren kann. Nein. Ich möchte nicht mein ganzes Geld rauswerfen, bloß weil du meine Rüstung trägst. Also gut, sagen wir drei. Drei Frauen? Das klingt fair. Aber dann darf ich die drei Frauen auswählen. Oh, Signore, ich werde euch ziemlich böse sein, wenn ihr Frauen nehmt wie Sabine. Oder natürlich will ich das. Natürlich wenn ich mir eine Torwallerin ins Bett legt, dann werde ich ziemlich stinkig. Davon gibt's glaube ich eh nicht so viele hier im Boanland. Auch wenn die alle ziemlich groß gewachsen hier sind. Das weiß ich nicht. Das sehen wir dann ja, ne? Also keine Sorge, keine Torwallerin. Ja, damit nimmt er die Rüstung von Belharion Manning vom Ständer, den Helm. Hattest du den auf, oder? Er hatte Belharion Hennings Rüstung einen Helm. Ich glaube schon, ne? Stimmt, ja. Den habe ich immer getragen. Ja, den trage ich den weiter. Gut. Den habe ich weiter. Ah, ne, warte, die verbindet sich ja mit meinem Gehirn. Ja, richtig. Nee, den trage ich einfach nur so. Also, okay, also, und dann also in den Händen. Ja, dann kommst du mit Uktan wieder raus und die Mannschafter machen das schon unter sich aus, wer der Nächste ist. Alles klar. Ja, dann können wir was ganz losgehen. Meine ich dann zu Ephadarius und den anderen. Und dann sollten wir vielleicht nicht länger warten. Ach, Jalan. Los geht's. Wieso hast du mich eigentlich nicht bedacht, als du diese Truppe hier zusammengestellt hast? Und du hast dich einmal mehr in den Eingeweiden des Schiffes herumgetrieben und niemand wusste wo. Ich hatte schon beinahe Angst, als hätte dich gefressen. Beinahe? Und der Verdarius versicherte mir, alles sei in Ordnung. Was nur dann? Eigentlich habe ich nur Essen gemacht. Und ein bisschen die frühere Bordmannschaft kennengelernt. Wie kommen wir denn jetzt vom Schiff? Also über den Vorderausgang oder den Hinterausgang oder über die Beine? Kurz gefragt, weil ich war ja gerade nicht da. Wie liegen wir denn vor Land? Ihr habt euch in den Morast zurückgezogen. Ich habe euch auf der Bornlandkarte, habe ich das markiert, wo ihr ungefähr sitzt. Und ja, da ist der Sumpf, die Marschen und die sind neblig, zugefroren, eisig. Hier seid ihr versteckt. Nun, also auf dem Land. Euer Gnaden, ihr kommt mit. Ganz recht, vor allem übers Boot. Könnt mit einem Boot übersetzen und dort drüben. Dort sieht es stabil aus. Anlanden. Ihr seid auf dem Land. Nun, könnt ihr denn der Arche auch von... Oder können wir alle, wenn es sein muss, denn der Arche auch von hier draußen einen Befehl geben, wenn wir das Schwert halten? Sollen wir nicht einfach den Weg durch die Maulgrotte nehmen? Also das dort dachte ich auch, nur wäre es mir ganz lieb, wenn sie danach wieder verschlossen wäre. Nicht, dass sich noch jemand hereinschleicht. Oder etwas. Ich werde einmal schauen, ob die Verbindung von einem anderen Ort an Deck auch möglich ist. Gehe ich mit der Vertraus mal an die Seite vom Schiff, wo eines dieser Hörner rausschaut. Dann lege meine Hand dagegen, schließe die Augen und konzentriere mich auf den Rumpf des Schiffes. Hast du das Schwert in der Hand? Oder hast du die Jane gegeben? Nee, das habe ich jetzt gerade nicht in der Hand. Dann spürst du gar nichts. Und versuch doch vielleicht mal das Schwert zu nehmen. Ich meine, schließlich soll das ja das eigentliche Ding sein, das das Schiff befehligt.
Und wenn wir nicht da sind, um die Steuerfrauen persönlich zu bedrohen, hören sie vermutlich auch nicht. Wir kommen wohl nicht drum herum. Ein paar Experimente mit diesem Schwert. Na gut, das muss ja sein. Einmal an das Schwert heran. Dann wieder an das Horn mit der anderen Hand. Romili, du kannst erkennen, wie Ephadaios sich von Brindigian, dem Magier, ein schwarzes Schwert aushändigen lässt, teilweise verschlagen, also ganz die eigentliche Klinge nicht erkennen und es hat auch keine Scheide. Und während er danach greift, schließt sich automatisch die Parierstange in Form von Tentakeln um sein Handgelenk. Ich blicke ziemlich besorgt drein. Das geht nicht göttergefällig, so eindeutig. Sagst du das oder denkst du das? Das denke ich nur, aber mein Gesichtsausdruck spricht Bände. Galan orientiert sich mal zu der Frau. Romilly, richtig? Ja, Herr Kapitän? Ihr begleitet uns? Ja, das war doch so abgesprochen, wenn ich euch eure Worte recht verstanden habe. Natürlich, ich wollte nur sicher gehen. Wir können eine Kundschafterin auf der Strecke sicherlich gut gebrauchen. Ja, also mit dem Schwert in der Hand kannst du Befehle sprechen. Denken funktioniert nicht. Dann flüstere ich. Öffnet die Maulgrotte. Ein Schaudern geht durch die Arche und es bewegt sich wieder. Unwasser fließt an den verschiedenen Stellen vorbei und das riesige Maul öffnet sich, um euch zu entlassen. Gut, es scheint geklappt zu haben. Das ist schon von Bord. Also wirklich gewöhnt tue ich mich daran, aber nicht. Ja, das sollten wir auch nicht. Schlag das Schwert ganz schnell wieder ein. So, lass uns keine Zeit verlieren. Wahre Worte. Dann mal alle Mann raus. Fallt nicht in den Sumpf. Ich weiß nicht, wie fest der gefroren ist. Aber sag mal, wie verfahren wir jetzt eigentlich mit der Arche? Lass uns doch erstmal mit unserer Kontaktperson sprechen. Ja, natürlich. Wir reden erstmal. Richtig. Wie er da jetzt sagte. Verzeiht. Na gut. Haben wir schon eine Antwort erhalten? Leider nicht. Ich nehme an, dass wir erst in Festum dann wieder aus einer finsteren Seitengasse angesprochen werden. Oder im helllichten Tage eingekackert, je nachdem. Nun dann, seine Methoden sind nicht immer subtil, aber er weiß schon, was er tut. Wir sollten wissen, was er tut. Oder zumindest, wo er steht, wenn wir ihm vertrauen sollen. Andererseits ist er wohl dieser Tage auch der Einzige, der uns vertraut, also haben wir nicht unbedingt die Wahl. Ah ja, Fräulein Romilly, etwas Offensichtliches jetzt anzusprechen. Es würde sicherlich eine Panik auslösen, wenn der gemeine Stadtbewohner über die Arche erfahren würde. Oder wenn der nicht so gemeine Stadtbewohner von diesem Schwert dort erfährt. Ich habe nicht vor, darüber irgendjemandem zu erzählen. Ich denke, das wäre eure Aufgabe. Gut. Seid ihr denn mit irgendwelchen... Das dürft ihr uns wahrscheinlich gar nicht erzählen. Mit irgendwelchen Befehlen vom Korvettenkapitän unterwegs? Ihr wart doch Offizierin bei ihm, oder nicht? Nein, ich habe mir die Überfahrt damit verdient, dass ich als Kundschafterin tätig war. Nichts dann weiter. Dann haben wir euch wohl knappe 100 Meilen in die falsche Richtung getragen, wenn ich das so sehe. Nun, aber da ihr mir vor wenigen Stunden davon abgeraten habt, von meinem Reiseziel, nun schauen wir einmal, wohin mich der Wind diesmal trägt. Und euer... Das war eine gefällige Einstellung.
Und euer Vogel, er kann euch aus der Höhe erspähen und wird euch nachfliegen, oder bleibt er hier im Krähennest zurück? Nein, die beiden folgen mir. Die beiden? Ich habe den. Wirklich? Den Adler? War es ein Adler? Ich glaube, es war ein Falke. Er schaut, da hinten fliegt er doch schon. Er sucht sich seine nächste Mahlzeit zusammen, jetzt da wir wieder an Land sind. Und ihr habt noch einen zweiten Falken, oder was? Eine Eule. Ah, die dann war sie das, die wir vorhin gesehen haben, als ihr euch der Arche genähert habt. Vermutlich. Geben Eulen in gute Jagdvögel ab? Ich habe noch nie davon gehört. Nun, sie ist nicht als Jagdvogel ausgebildet. Ich habe sie damals als Jungtier gefunden und sie behalten. Die Eltertiere waren nicht aufzuspüren. Und bevor dieses Tier einen elendigen Tod stirbt, habe ich sie aufgezogen. Sie hat es vorgezogen, bei mir zu bleiben, auch als ich ihr die Freiheit vor einigen Jahren schenken wollte. Haltet alle euer Maul, wir ziehen jetzt los. Damit stafft Bissfrabul los, knackend über die Sumpflandschaft, die zugefroren ist. Er mag nicht nett sein, aber er hat nicht Unrecht. Keine Zeit zu verlieren. Vorwärts. Und damit geht's los. Ja, wer möchte euch denn führen? Romilly, wenn ihr doch bitte die Führung übernimmt. Ihr seid ja hoffentlich leidlich ortskundig. Ein klein wenig. Nun, wir sollten vielleicht die Nähe zur Küste nicht verlassen. Daran kann man sich immer gut orientieren. Daraus können auch Charybdide Ungeschöpfe herausstreifen und uns alle umbringen des Nachts. Verzeiht mir den kleinen Anflug von Paranoia, aber... Nun, vergisst es. Jasper nickt euch einmal zu. Da ihr sicherlich nicht aus dieser Gegend seid, selbstverständlich gibt es eine Verbindungsstraße zwischen Nersand und Festum. Und diese zu finden ist überhaupt nicht schwer, aber dadurch, dass ihr euch entschieden habt, in dieser unwirtlichen Gegend anzulanden, in einem zugefrorenen Moor, das ist doch schon eine sehr beachtliche Leistung, müssten wir diese nur überqueren und dann stoßen wir fast wie automatisch auf die Straße. Besten Dank. Klingt doch hervorragend. Dann nordwärts. Dreh mich nochmal zu Jasper um. Die Straße ist nordwärts, richtig? Ja. Gut. Er deutet mit seiner Hand gönnerisch in die Richtung, öffnet sie so einmal und weist dir damit den Weg. Bin mir nicht sicher, ob es mir gefallen soll, dass er seine Hände noch bewegen kann. Achso, kann er nicht. Okay, ich war mir nicht ganz im Klaren, ob wir ihn hatten festbinden. Ja, er deutet das nur an. Nun gut, dann wir gehen vor, Ritter Jagold, ihr übernehmt die Nachhut und alles andere in der Mitte. Nehmen wir jetzt eigentlich Wartenberg mit? Nö, der ist krank, der ist nicht verletzt. Ist nicht transportfähig. Ich glaube, du weißt schon von ihm, aber er ist nicht transportfähig, genau. Achso, ja genau, der hatte ja sein Einzelzimmer bekommen, wo er nicht raus darf. Soll. Dann können wir auf die Bornland-Karte wechseln und ich bekomme von eurem Anführer eine Wildnislebenprobe. Sie ist erschwert um 10. Erleichtert um eiskundig und um sumpfkundig, wenn ihr habt. Ja, Kundschafter, Kundschafter. Oh, ihr Götter. Ich glaube, abgerichtete Tiere bringen teilweise einen Bonus. Ich weiß nicht, ob du da die Regeln verwendest. Ich habe ein Jagdtier. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, abgerichtete Tiere geben nur einen Bonus zum Jagen. Aber wenn du Hexe bist, müsstest du auch dein Vertrautentier nicht irgendwie dafür einsetzen können? Theoretisch, wenn da nicht das Problem mit der Nachtsicht wäre. Naja, eine Doppel-1 geht immer. Doppel-1 geht immer. Wie gesagt, also hast du sumpfkundig? Vermutlich nein. Hast du eiskundig? Vermutlich nein. Genau so ist es. Ja, dann bedank dich bei den Helden, dass sie dich vorschicken. Sie hat den Vogel, sie ist die Kundschafterin. Kann schon schief gehen. Gut. Irgendwie gar kein Problem. Trommeli den Weg. Du könntest mit einem Schicksalspunkt die 18 neu werfen. Dann sitze ich nachher richtig in der Tinte. Nee, nee.
Komm, die sind zum Ausgeben da. Sonst sitzen wir gleich alle in der Tinte. 3, 2, 1, alles klar, kein Schicksalspunkt. Ja, dann stolpert ihr so ein bisschen durch den Morast und immer mal wieder ein Sumpfloch, was nachgibt. Die Eiskruste, die bricht dann ein, sodass ihr euch alle einen nassen Fuß holt. Aber ihr kommt auf der anderen Seite an und ja, habt auf alle Fälle ein sehr nasses Bein. Beziehungsweise zwei und das bei Minusgrad. Wir sollten zusehen, dass wir bald Rast machen, dann Feuer in Gang kriegen. Ach. Muss das sein, Jalan? Ich kann auch weiter stapfen. Ich bin mir sicher, es gibt hier irgendwo an der Straße ein Gasthaus. Jalan seufzt einmal unterm Atem. Jasper? Ja, mein Herr? Gibt es hier in der Nähe ein Gasthaus? Das könnte ich euch sagen, aber dadurch, dass das Blut an meinen Händen abgeschnürt wird und ich dadurch weniger am Kopf habe, fällt es mir gerade leider nicht ein. Natürlich. Ganz ungünstig. Natürlich. Ritter Jagold, ihr seid doch auch von hier. Verliegt. Ja, ich komme aus Pavi. Ja, das ist auch weit weg. Ach, wir gehen jetzt einfach diese Straße lang und schauen, ob da ein Gasthaus kommt. Wenn in den nächsten 2 Stunden kein Gasthaus kommt, dann machen wir ein Lager. 2 Stunden könnte bei diesen Temperaturen schon jemand in mein Zeh abfrieren. Solange es nicht ich bin? Trockene Füße sind natürlich wichtig, aber am gleichen Feuer machen. Wir könnten kurz pausieren und unsere Füße trocknen. Bis Frau Buhl geht übrigens so ungefähr 100 Meter vor euch. Er ist schon nach links abgebogen und stapft direkt in Richtung Festung. Der Mann weiß, wie es geht. Warum geht ihr beide dann nicht mit Bisfrabul ein Stück vor und schaut, ob ein Gasthaus kommt? Der Rest macht dann Feuer und trocknet sich. Ja. Okay. Bogdan würde wahrscheinlich auch mitkommen. Oder würde der da bleiben? Je nachdem, wie du das gerne hättest. Auch mir ist es eigentlich Wurst, wenn er seine Beine trocknen will, dann soll er da bleiben. Dann bleibt er da. Dann gehst du mit Ragnar. So, wer geht noch? Hört aus. Ich wollte gerade sagen, der doch hoffentlich, sonst hat das Ganze gerade keinen Zweck. Und verliert den Gewalten nicht. Natürlich nicht. Puh. Dann machen die anderen ein Feuer. Feuer. Ja, bei Minustemperaturen, Wald gibt es hier genug. Da könnt ihr dann auch sehen, wie hier wohl die Bäume zugehangen sind mit Eiszapfen, die dann vor sich hin klirren. Und ja, es ist ziemlich kalt, also da muss man natürlich auch erstmal ein Feuer ankriegen. Ich habe Lampenöl. Du hast Lampenöl. Hilft das? Das würde bestimmt helfen. Wo hast du denn die Lampe? An mir. Meine Laterne, die ich schon seit Anfang an mit mir herumtrage. Und auch noch Askan mit hatte. Ach so, die noch immer in Valusa liegt, meinst du? Warum sollte die in Valusa liegen? Wenn wir nachts unterwegs waren, hatte ich da sicherlich eine Laterne dabei. Im Kampf gegen einen, im Kampf gegen die Faktiere in Valusa? Ich meine, im Kampf gegen die Faktiere mitten in der Nacht in Valusa? Genau, ich fragte, was wollt ihr mitnehmen und du sagtest, ja, dein Schwert und deine Rüstung. Okay, ja, hast du recht. Ich habe nicht gesagt, ich nehme die Lampe mit, also ist sie noch zu Hause. Also habe ich kein Lampenöl, also diskutieren wir hier gerade über nichts. Richtig. Ja, dann könnt ihr gerne versuchen, Feuer anzuzünden. Ihr setzt euch hin und die anderen derweil verliert ihr aus der Sicht. Die Straße ist lang und kurvig und dadurch, dass es überall Bäume gibt, sind sie dann nach einiger Zeit verschwunden. Ihr habt euch so ein paar Äste abgebrochen, geschanzt und jetzt steht ihr mit ein paar kleinen Ästchen, paar größeren Ästchen, steht ihr dann am Rande dieses Sumpfes und schaut euch an. Nun, wenn Brindisian keine Zauberei im Ärmel hat, werden wir wohl ein Feuer machen müssen. Alle schauen dich an. Ich nehme mich hin und fange irgendwie an, da den Stöck und den Zunder aneinander zu reiben und zu gucken, ob da irgendwas bei rauskommt. Ja, Wildnislebenprobe, Schwert um 10 und eiskundig erleichtert. Natürlich, natürlich. Schmeißen wir mal. Doppel 1 geht immer. Oh, das